Weihnachtsgeschichte. Ich möchte furchtbar gern wenigstens ein einziges Mal in meinem Leben einem Engel begegnen. So wie Großmutter. Großmutter hat schon öfter Begegnungen mit Engeln gehabt. Einmal kam einer sogar genau am Heiligen Abend zu ihr. Das war damals in der schlimmen Zeit nach dem Krieg. Großmutter erzählt es immer wieder, weil es so wunderbar war. Damals hauste sie mit Papa und Onkel Horst in einem Flüchtlingslager, wo all die Menschen aufgesammelt wurden, die aus ihrer Heimat hatten fliehen müssen. Sie wohnten in einer winzigen Barackenstube, durch die der Wind pfiff und der Regen tropfte. Und obwohl es ringsumher von Menschen wimmelte, fühlte Großmutter sich verlassen. Papa und Onkel Horst weinten oft vor Hunger. Dann nahm sie alle beide auf den Schoß und sang ihnen etwas vor, damit sie ein wenig den Hunger vergessen sollten. Das tat sie auch am Heiligen Abend. Sie sang ihr Kinderlein kommet und Oben Fröhliche. Lauter fröhliche Lieder, aber sie selbst war furchtbar traurig. Da klopfte es auf einmal an der Stubentür und eine fremde Dame trat herein. Großmutter hatte sie nie zuvor gesehen, aber die Dame begrüßte sie sogar mit ihrem Namen und wünschte ihr fröhliche Weihnachten. Dann ging sie ohne weiteres an den Tisch und fing an, ihre Tasche auszupacken. Großmutter weiß noch heute jedes einzelne Ding, das die Dame da auf dem Tisch aufbaute. Eine Packung Butterkekse, ein Paket Zwieback, eine Tüte Haferflocken, ein Päckchen Rosinen, eine große Dose Milchpulver, ein Pfund Zucker, eine Tafel Schokolade, eine Dose Ananas und ein Paket Kerzen. Zuletzt legte die Dame noch einen Tannenzweig mit einem Strohstern dazu. Den Strohstern hat Mutter und Großmutter heute noch. Sie hebt ihn in einer kleinen Schachtel auf. Wenn Großmutter diese Geschichte erzählt, holt sie die Schachtel hervor und zeigt den Stern. Alles andere haben sie und Papa und Onkel Horst natürlich aufgegessen. Noch am gleichen Abend veranstalteten sie mit all den Ehrlichkeiten ein Festmahl. Und sie wurden endlich wieder einmal richtig satt. Übrigens hat Großmutter damals zum ersten Mal in ihrem Leben Ananas gegessen. Sie sagt, nach so vielen Monaten mit trockenem Brot und Wassersuppe schmeckte es ihr wie Nektar und Ambrosia. Ich weiß nicht, was das ist, aber es muss etwas unerhört Gutes sein. Denn Großmutter bekommt ganz leuchtende Augen, wenn sie sich daran erinnert. Allerdings musste sie zuerst noch jemanden suchen, der ihr einen Dosenöffner auslieh. Denn Großmutter hatte nicht daran gedacht, einen Dosenöffner mitzunehmen auf die Flucht. Sie hatte auch keinen gebraucht. Zum Abschied sagte die fremde Dame feierlich: Gottes Segen mit Ihnen und Ihren Kindern. Dann verschwand sie. Dass sie ein Engel war, da ist Großmutter sich ganz sicher. Noch lange nach war ihr im Herzen so warm und tröstlich zumute. Das, so sagt Großmutter, ist die Art, wie einem ein Engel begegnet. Man erkennt ihn nicht mit den Augen, man erkennt ihn mit dem Herzen.